Hallo Leutchen! Und wieso denn so ein friedlicher Ton? Es ist Battlezeit, Freunde! In der Minecraft Super Mario Deluxe 1.1 Version. Ich habe ja vor kurzem ein Welten-Update rausgebracht. Ups. Und naja, in diesem Welten-Update gibt es nicht nur drei neue Areale und vieles mehr, wie es ja im Videotitel letzte Woche oder noch diese Woche beschrieben wurde. Sondern man kann jetzt ja auch als Luigi spielen. Also sich verkleiden, und deshalb machen wir das hier jetzt mal richtig cool hier. Und ich mir einfach einen Skin da hätte überziehen können, gell? Und Luigi hat die Ehre, einen großen Boss-Battle hier mit den Bullet Blastern und der Munition dazu, den Bullet Bills, drei Stacks sogar, auszuführen im Bowser Valley. Letzte Areal, was wir gesehen haben. Denn ich habe hier tatsächlich auch einen Final Bowser. einen Final Bowser Boss Battle reingebracht. Übrigens ist diese wunderschöne Knochenbahn, Knochenachterbahn, und zwar Bowser's Bone Coaster, in hier dem Bowser Castle, dem Bowser Valley nur noch dazu kommen. Hab's vergessen zu sagen. Tut mir sowas von leid. Naja, und ich würde sagen, Tower to Bowser, muhahaha, hatten wir ja alles schon durch. Und jetzt gehen wir hier auch noch hoch. Okay, da waren wir auch schon. Dieses Schild Woodpipe to Bowser. Just jump in hatten wir auch schon. Nur, dass wir diesmal wirklich hier reingehen. Ich hoffe, man erkennt, dass das eine typische Mario-Röhre darstellen soll. Also, rein in Boss-Battle! Los, rein mit dir, Luigi! Ich will wieder weg! Nein! Hopp! Hier in Super Mario Galaxy, man wird durch die Schwerkraft wieder nach oben gezogen. Das sieht gar nicht gut aus hier. Das ist recht, weil es endlich ist. Ach du Scheiße. Now you are in Bowser's Shadowland. Auch so groß markiert. Das steht jetzt nicht für ein neues Areal, Bowser's Shadowland, falls ihr so hofft und denkt und so. Das ist übrigens hier dieser Bowser Boss Battle im Bowser's Shadowland, was natürlich logischerweise das Ende darstellt. Das ist nämlich auch ein kleiner Enderportal-Block da mitten in der Mario-Röhre, nur zur Aufklärung der Logik, wie ich hier gekommen bin. Das zählt auch nicht als offizielles Areal, weil ich hier eigentlich rein gar nichts gebaut habe, außer diese stylische Nether-Ziegelbrücke. Also, jetzt sind wir im Bowser's Shadowland. Das ist angelegt an den ersten Bowser-Kurs aus Super Mario 64, denn die ist auch Bowser's Schattenwelt, auf jeden Fall im Deutschen im DS-Remake. Naja, fand ich ganz passend. Let's fight! Push this button to fight and survive. Da können wir das Ganze auch noch in Überleben spielen. Wer braucht's, wenn wir hier noch nicht mal vernünftige Blöcke dafür haben? Wir haben Munition und jederzeit können wir hier auch cheaten, ne? Aber wer braucht es? Wir sind Luigi, wir haben alles, was wir brauchen. Komm her, Bowser! Aber seit wann kannst du fliegen und hast du abgenommen, mein Lieber? Jetzt komm schon her, Mann! Siehst irgendwie schon ein bisschen exotischer aus, auch von den Farben her. Aber damit habe ich ja nichts zu tun, sondern der Texture-Mag-Entwickler. Oh mein Gott. Hier hast du aber ordentlich Dampf abgelassen, mein Lieber. Er sieht zwar ein bisschen exotisch aus, hier hat auch ordentlich abgenommen, wahrscheinlich ist er es noch nicht mal. Aber auf jeden Fall könnt ihr dann hier einen chilligen Boss-Battle gegen Bowser arrangieren. Nein, natürlich ausführen. Wer Bock drauf hat. Ich persönlich mache dies nicht. Muhahaha. So. Eiskalt, umgebracht. Und Luigi ist nackt und kahl wie sonst was. Nein, natürlich hat er immer Unterwäsche drüber. Drunter, nicht drüber. Das wäre noch schöner, die Unterwäsche drüber zu haben. So passt das schon. Fliegen wir nochmal über die Welt. Das ist doch angenehm. Einfach so rumzucheaten, ohne ihn wirklich zu besiegen. Jetzt verprügelt Bowser wahrscheinlich gerade Kamek, weil der denkt, dass der irgendwas mit dem Teleportieren hier zu tun hat. Nein, was weiß ich. Oder Bowser fühlt sich einfach krass stark, weil er uns jetzt einfach umgebracht hat. Naja, das war der Mega-Speck. Spektakuläre Boss-Battle. Ich hoffe, unser schöner Bowser, denn der ja eigentlich ein Ender ist, zerstört hier nicht noch die ganze Brücke, die ich da gemacht habe. Weil
Der Download ist noch nicht draußen, also bis, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber naja. Naja. Was ist hier jetzt übrigens los? Wieso kriege ich gerade einen Goldhelm? Habe ich da einen Command-Block hingetan oder was? Was weiß ich denn? Naja. Dann verscharen jetzt unser Bullet Blaster dafür immer. That's the life. Und naja, kommen wir zum eigentlichen Punkt dieses Videos. Denn der Bowser-Boss-Battle, wahrscheinlich sogar noch nicht mal mit dem richtigen Bowser, der ist Geschichte. Jetzt geht's nochmal in K-Max Magical Tower, hier mit den Nederwarzen. Ich weiß nicht, ob die auch neu dazugefügt wurden. Haben wir es überhaupt angeschaut hier alles? Ich glaube schon. Der wunderbaren Belichtung. Denn da war ja noch was. Da war mal was. Schaut ganz nach einem weiteren Portal aus. Nur führt uns das diesmal in eine unendlich glühend heiße Hölle. Die in Wirklichkeit, das Nether Mist. Sieht aber schon ganz schön spektakulär aus. Musik bitte aus. Aber was ist das? Express to Bowser's Forgotten Fortress. Bowser's vergessene Festung, okay. Und das schaut hier auch mal ganz nice aus hier so. Ein kleiner Bahnsteig also. Mit einem Koopa-Kart. Ist mir zu langsam. Mit dem Koopa-Kart also. Das nehme ich doch getrost an. Ich meine, wir sind ja nur Luigi. Eigentlich ist ja Mario oder Wario der Faule, nicht Luigi. Aber wen kümmert's? Yippie. Oh, ist das schön hier. Ist nur ein bisschen übertrieben als Urlaub. Und was ist das? Und was ist das? Muhaha, you have to go back. Ihr seid aber ein feines Pack hier. Meine Fresse. Aber natürlich geht auch das heutzutage alles automatisch. Wir müssen nicht die Lore zerstören. Wir chillen einfach, gehen wieder um, nehmen nun den rechten und somit auch korrekten Weg. Ach, sieht das schön. Das habe ich natürlich alles selber gebaut. Nicht. Also, die Bahn schon. Das gehört zu einem der drei neuen Areale. Bowser's Forgotten Fortress. Walking a little way isn't hard. Ihr seid witzig. Und selber gar nichts drauf haben, ey. Meine Lore. So, jetzt sollen wir auch noch hier ein bisschen laufen, oder was? Boah, ist das heutzutage die Verhältnisse, ey. Das ist ja furchtbar. Ich dachte, hier geht alles automatisch. Und jetzt diesen epischen Flammenzündelngang hoch. Und jetzt sind wir in Bowser's Forgotten Fortress. Und das ist jetzt ein richtiges Areal neben Bowser's Valley und Bowser's Shadowland. Yo, man. Mit Luigi. Was mache ich hier überhaupt? Schaut's euch an. Sieht das nicht mal geil aus? Oder sieht das geil aus? Gleich mal hier Screenshot für ein mögliches Thumbnail. Und nein, das habe ich hier nicht selber gebaut. Ab hier, ab diesem Block ist alles natürlich generell normal gespawnt. Boah, ist das ein epischer Lavasee. Erinnert mich auch an den zweiten Super Mario 64 Bowser Course Days Bowser's Lavasee im DS Remake. Ich betone es nochmal. Das ist natürlich eine Nether-Festung, die gar nicht mal so häufig vorkommt. Ich habe mir einfach gedacht, habe mich mal hier ins Nether-Portal hier geportet. Passt ja auch ziemlich zu Bowser. Und das ist ja auch ein Bowser-Kurs, aber ein vergessener halt. Aber wieso vergessen, dazu kommen wir noch. Das ist echt eine nice Story, die ich mir wohlgemerkt auch selber ausgedacht habe, aber dazu ja gleich noch später. Und habe ich halt einfach hier, als ich hier reinkommen bin, da ins Portal, diese wunderschöne Nether-Festung gedacht und hatte eine Blitzidee. Eine blitzeblanke Idee. Und daraus ist dieses kleine Areal entstanden, wo ich eigentlich nur mit diesem Bahnsteig da sozusagen beigetragen. So, let's go. Nein, ich cheate jetzt nicht mit gebrauten Tränken, die ich noch nicht mal selber gebraut habe. Aber das sieht mir nicht nach normal generiert aus.
Redstone-Erz. Redstone-Erz-Flaggen, die natürlich überhaupt keine Redstone-Erz-Flaggen darstellen sollen. Aber es sind Flaggen. Und das sollte man erkennen. Das ist mal wieder von mir selber und dieser wunderschöne Crossway hier natürlich auch von mir. Sonst alles ganz normal generiert. Ich meine, so sollte ich das hier so hässlich reinbauen. Also ich meine jetzt hier, das ist echt ein Generierbug. Ne, ich denke mir, ihr kennt das alles, aber nicht wegschalten. Jetzt geht's erst richtig los, denn in dieser Kiste befinden sich Bowser's Memories von Monsieur Pocket. Wer ist denn das? Bowser's Memories, also Bowser's Memoiren, die wir gleich jetzt mal durchstöbern werden. Ein bisschen in fantastischer Kulisse. Ja, wir werden jetzt seine Memoiren gucken. Nee, ernsthaft, Freunde, bleibt dran. Das ist nun mal das Highlight, auch wenn der Rest wahrscheinlich ein bisschen langweilig sein wird. Hier wird's nochmal geil. Denn da habe ich mir eine richtig fette Story nochmal zu einem ja nicht so mega von mir selber fett gebauten Areal Bowser's Forgotten Fortress gemacht. Also passt auf! The Forgotten Fortress. Long time ago, when Bowser was a child, his parents lived in this lost hell world. Vor langer, langer Zeit, als Bowser noch ein klitzekleines Kind war, wohnten seine Eltern in dieser vergessenen, höllischen Lava-Welt. They lived in peace and harmony, and Bowser's father had built all the fortress where they had lived. Sie lebten in Frieden und Harmonie, und Bowser's Vater hat sich sogar die ganze Mühe gemacht, diese gigantische Festung für seine Familie zu bauen. Bowser had also a friend, called Kamek, who wasn't very popular because he was so intelligent and wore glasses. But when they were in the teenage years, Kamek told his friend Bowser everything about his magical knowledge, and that very far away existed a totally different world where there are so much vegetation and that the people haven't got any magical knowledge. Bowser hatte auch einen Freund. Er war kein Outsider! What the fuck? Der hieß Kamek, der nicht gerade sehr beliebt war, weil er so schlau war, somit ein Streber und eine Brille trug, wie ich wahrscheinlich auch vielleicht bald. Aber als er jugendlich war, so kurzer Cut, als er jugendlich war, erzählte Kamek, nee, als sie beide jugendlich war, erzählte Kamek Bowser alles über sein machtvolles, starkes, magisches Wissen. Und das ist sehr weit weg. Eine ganz, ganz andere Welt als diese hier gäbe. Wo die Vegetation viel mehr angestiegen war. Und Bowser wusste natürlich auch gar nicht, was Vegetation ist. Und wo Leute leben, die überhaupt nicht so eine Macht besitzen. Nee, somit eigentlich unterklassig. And the only way to get there is a magical portal. Und dass die einzige Möglichkeit, in diese komplett andere Welt zu gelangen, ein magisches Portal ist. But when Bowser heard all these words, a tremendous lust for powers took him, and he asked Kamek if he could activate a portal like this one. Aber als Bowser all diese Wörter hörte, die Kamek ihm sagte, überkam ihm eine starke Machtgier. Und er fragte Kamek, ob er so ein Portal möglicherweise aktivieren kann mit seinem magischen Wissen, das er besitzt. Kamek wasn't sure if he should do that, but when he remembered that Bowser came to his help in many situations, he decided to activate one. Kamek war sich nicht sicher, ob er so einen Schritt tun sollte, aber als er sich erinnerte, dass Bowser ihn aus so vielen Konflikten, zum Beispiel Mobbing, rausgeholt hat, weil Bowser so ein Muskelpaket war, angeblich, entschloss er sich, eins zu aktivieren. Und jetzt geht's los, ja. Bowser's parents tried to stop him, but he was so keen on doing that, that he pushed his parents aside and went together with Kamek through the portal.
Bowsers Eltern versuchten ihn aufzuhalten vor dem Gang durchs Portal, aber er war so darauf gerichtet, da durchzugehen, dass er sie einfach zur Seite schubste, ohne auch nur ein Wörtchen von Abschied zu sagen, und gingen zusammen mit Kamek durch das Portal zur anderen Welt. In the other world, Bowser built himself a kingdom, and Kamek became his servant. In dieser anderen, ganz neuen Welt erbaute sich Bowser in all seiner Zeit ein gigantisches Königreich, so gut es ging, angelegt an seine hellen Welt. Und Kamek wurde sein magischer Diener. He called an army composed of evil creatures. Und er rufte auch eine Armee aus fürchterlichen Kreaturen, von Goombas bis hin zu Pokies, für alle Arten von Welten. But after a while, he missed a family. Aber nach einer Weile vermisst er den Zug zu seiner Familie. So he decided to kidnap a beautiful princess. Dann entschied er sich, die schönste Prinzessin im ganzen Land, wer ist das wohl im Pilzkönigreich, zu entführen. And that was, you guessed, Princess Peach. Und wie ihr bestimmt schon erraten könnt, war das niemand anderes als Prinzessin Peach, die dümmste Blondine der Welt, höchstpersönlich. Today, Bowser is too big to go back through the portal. Fail! Heutzutage ist Bowser einfach zu fett, um zurückzukehren. Das war eine super tragische Geschichte, die nichts irgendwie mit Nintendo zu tun hat. Also das habe ich mir alles self ausgedacht. Ist doch ganz nice so, ne? Ganz nice. Und ich habe tatsächlich gerade die Geräusche und nicht die Musik ausgemacht. Das war natürlich auch nicht schlau. Naja, hier habe ich noch ein bisschen was dazu gebaut. Hier noch. Und das war's schon. Das war Bowser's Forgotten Fortress. Sonst alles selbst generiert. Ich werde jetzt nicht rumlaufen. Ich denke mir, ihr wisst, was sich in Nether-Festungen verbirgt. Außer Nether-Warzen-Anpflanzungen und manchen Lohen. Spawn-Käfigen, die hier in Form von diesen Flammen aus Super Mario World ist, was sehr geil ist. Und genau, was ich euch noch zeigen kann. Genau. Hier nochmal schön alles zurückpacken. Das vergesse ich hier auch gar nicht so selten, ne? Ganz ruhig. Da. Nee. So. Genau, eine Sache hab ich ja noch, Guys. Und flutsch geht's wieder zurück. In diese riesige Bibliothek von Kamek. Naja, sonst wisst ihr, wie es darum steht. Also ein Areal, wo ich einfach eine geile Idee hatte mit einer geilen Story und einfach die Nether-Festung perfekt passt, das wollte ich einfach unbedingt mit reinbringen. Sonst aber nicht viel selber gebaut habe, aber ich finde die Story schon nicht schlecht. Alles in die Kommis. Denn... hier habe ich ja noch was. Genau, das habe ich, glaube ich, im letzten Part vergessen. Hier waren ja einfach so ganz nette Spawn-Eier in Wirklichkeit von Spinnen und halt Lohen. Also Blaze ist, wie ich schon gesagt habe, nur dass es hier beschrieben wird als Spawn-Beetles. Also Spawn-Käfer und Spawn-Flames. Spawn die Flammen. Und das zeige ich euch gleich mal. Die Spinnen sind in Form der typischen Mario... Käfer, sag ich mal. Ja, kann man so sagen. Die Beine sind einfach komplett rausgefaked hier. Und wie eben schon erwähnt, die Blazes sind diese hübschen Teile hier. Erkennt ihr sie? Sind tatsächlich diese... Oh, ihr brennt mir viel zu viel, Mann! Super Mario World Flammen. Auf jeden Fall nett. Das Texture Pack ist sehr geil. Eignet sich perfekt. Wenn ihr die Welt genauso geil findet und vielleicht auch diese Story, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Da freue ich mich wie immer drüber. Kommentieren auch nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video, Guys. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Ansehen. Download-Link hoffentlich in der Beschreibung. Ich kill mich nicht. Mache ich aber gleich wegen XP. Moin, Bob-Bomb. Und wir sehen uns im nächsten Part, im nächsten Areal der Minecraft Super Mario Deluxe 1.1 Version. Bis dann, Freunde. Ciao.